Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Steinewuchs. Heute mal mit einem ganz anderen Anliegen, denn es geht um kein Review oder um ein Haul oder eine Sammlung oder sonst irgendwas, sondern suche ich 4 Moderatoren, die mich bei Livestreams unterstützen. Ihr wisst ja alle, dass ich dem Steinemeister ein bisschen unter die Arme greife bei der Plattform steinefreunde.com. Und um da auch mal ein bisschen in die Streaming-Welt einzusteigen, bin ich gerade dabei zu gucken, was ich noch an Equipment benötige. Und um die Streams sauber und vernünftig über die Bühne bringen zu können, dass ich auch jemanden habe, der sich ein bisschen um den Chat kümmert, mit den Leuten ein bisschen interagiert und auch ein paar Informationen teilt, ohne dass ich aus dem Bauen oder aus dem Gespräch rauskomme, brauche ich natürlich Moderatoren, die das Ganze vernünftig im Griff halten und dann Augen mit drauf haben. Was suche ich genau? Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Ich bin ja nun selbst auch beim Steinemeister Moderator und auch bei Joyforce. Ein kleiner Versprecher. In der Videobeschreibung verlinke ich die beiden nochmal. Dann könnt ihr euch da gerne auch nochmal die ein oder anderen Videos von denen angucken. Oder auch aufgezeichnete Livestreams, wo ich als Moderator tätig bin. Ich auf meiner eigenen Plattform möchte natürlich jetzt auch irgendwann mit Livestreams starten und deswegen suche ich insgesamt 4 Moderatoren. Die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind folgende. Also, Voraussetzungen, um Moderator bei mir werden zu können, sind: Ihr müsstet mindestens 16 Jahre alt sein, solltet schon Erfahrung als Moderator haben, um grob zu wissen, worum es dabei geht. Ihr solltet natürlich in der deutschen Sprache in Schrift und Form sicher sein. Im Englischen wäre es wünschenswert, ist aber keine Pflicht. Ich kann auch Smalltalk auf Englisch halten oder mir einen Kaffee bestellen, aber wenn ich mich über technische, versierte Themen unterhalten müsste, bin ich komplett raus und viele Begriffe habe ich auch einfach so nicht drin, weil ich auch nicht in Übung bin. Sicheres Auftreten und konsequentes Handeln sind sehr wichtig. Und eine aufgeschlossene Art und auch Interesse an dem Thema Klemmbausteine, um natürlich im Chat und auch mit den anderen Leuten irgendwo ein Gespräch aufbauen zu können, ohne alles hinterfragen zu müssen. Natürlich müssen es nicht die Mega-Mocker sein oder irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo oder eine Mega-City irgendwie aus Lego aufgebaut haben. Sie sollten sich ja mit der Materie beschäftigen und auch dem gegenüber aufgeschlossen sein, dass einfach ein Gespräch entstehen kann, dass sie auch zum Thema auch was sagen können und nicht immer nur, ich sag mal, vorgefertigte Antworten geben. Das wirkt sehr steril, vor allem im Chat, dass da einfach die ganze Community so ein bisschen auch zusammenwächst und auch ein Gespräch miteinander aufbauen kann, ohne dass es irgendwie gestellt wirkt. So, dann, wenn ihr euch bewerben wollt, bewerbt euch bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse, das ist steinewuchs@web.de. Ich weiß noch nicht, wo meine Adresse, aber ich muss mal gucken, ob es de oder com ist. Deswegen also steinewuchs@web.de. Wichtig bei der Bewerbung: Schreibt bitte immer in jeden Betreff rein. Wenn das dann nicht drin steht, lösche ich die stumpf, weil sonst ist das zu viel. Bewerbung Steinewuchs Moderator. Ihr solltet, wenn möglich, ein Foto von euch mit reinpacken. Welches ist mir egal, man sollte euch aber erkennen, um einfach ein bisschen die Person, die dahinter steht, auch kennenzulernen. Würde ich mir wirklich sehr wünschen, denn ihr bekommt ja auch eventuell später mehr Zugriff auf tiefer liegende Bereiche von meinem aufgebauten YouTube-Kanal und auch vielleicht von dem Blog. Um da auch als Autor tätig werden zu können, muss man aber nachher im späteren Verlauf sich genauer angucken. Also, Betreff, Bewerbung, Steinewuchs Moderator. Ein Foto von euch, einen kurzen schriftlichen Lebenslauf. Was habt ihr bis jetzt gemacht? Seid ihr berufstätig? Geht ihr noch zur Schule? In welcher Klasse seid ihr? Was für Hobbys habt ihr? Wie seid ihr dazu gekommen? Etc. Und natürlich, 2 Fragen müsst ihr mir bitte beantworten. Die erste Frage ist: Warum soll ich gerade euch als Moderator einstellen oder beschäftigen?
Und er hat gesagt, auswählen, weil beschäftigen tue ich euch ja nicht, ich zahle euch ja kein Geld dafür. Die zweite Frage ist, was stellt ihr euch vor, muss ein Moderator machen? Die Antwort dazu sollte bitte nicht eine Zeile sein, von wegen so, ich schmeiße böse Leute aus dem Chat, sondern denkt mal ein bisschen weiter. Nicht nur den Chat, nicht nur Leute bannen, sondern ihr müsst ja auch irgendwo in Interaktion hertreten. Was kann da alles mit bei sein? Macht euch da Gedanken zu und schreibt das auf. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Betreffzeile in der Bewerbung an steinewuchs@web.de. Solltet ihr Betreff sein, Bewerbung, Steinewuchs Moderator. Ihr solltet einen kurzen schriftlichen Lebenslauf mit reinpacken, ein Foto von euch, damit ich weiß, mit welcher Person ich es zu tun habe. Und ihr sollt zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, warum sollen wir gerade euch als Moderator auswählen? Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Und die zweite Frage, was stellt ihr euch vor, hat ein Moderator für Aufgaben? Diese zwei Fragen müsst ihr mir bitte beantworten. Ihr habt insgesamt 4 Wochen Zeit, euch zu bewerben. Wenn der Betreff nicht eingegeben ist, lösche ich das. Also achtet darauf, dass das mit dabei ist. Ich bin gespannt, wer sich alles bewirbt auf diesen Posten des Moderators. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis das alles läuft, bis das ganze Equipment zusammengekommen ist, um diesen Stream zu starten. Aber, dass man sich schon mal kennenlernt und erste Sachen abspricht. Was kann ich euch bieten, wenn ihr Moderator bei mir seid? Interessante Teamarbeit und später, wenn es vernünftig miteinander funktioniert und ihr auch vielleicht Interesse daran habt, könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr später auf meinem Blog auch als Autor tätig werdet, wo ihr News oder Nachrichten rund um das Thema Klemmbausteine mit veröffentlicht, um einfach noch ein bisschen mehr Leben und auch mal einen anderen Blickwinkel zu dem einen oder anderen Thema zu bekommen, was für so einen Blog manchmal sehr gut ist. Einen respektvollen Umgang. Ich bin auch ein bisschen älter und auch etwas ruhiger und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man tolerant und fair miteinander Probleme angeht. Also da seid ihr safe unterwegs. So, und natürlich eventuell auch später eine Mitarbeit oder Zusammenarbeit am Kanal oder dem Blog. Wie gesagt, als Autor oder auch wenn ihr Interessen oder Ideen habt. Das ist nicht grundsätzlich so und ich muss euch sagen, dass Zugänge oder in irgendeiner Form Rechte denn erst Step by Step kommen, bis man sich so ein bisschen gegenseitig besser kennengelernt hat und vor allem Vertrauen aufgebaut hat. Ich werde euch sicherlich nicht gleich am ersten Tag dann alle Möglichkeiten geben, sich alles anzugucken. Sollte verständlich sein. So, dennoch so ein paar rechtliche Sachen. Also, wenn ihr euch auch bei mir um den Posten als Moderator bewirbt, ich werde keinerlei und kann keinerlei Gelder zahlen, dass ihr diesen Job bei mir ausübt. Das ist rein freiwillig und ist jetzt auch nicht jedes Wochenende 20 Mal, sondern das ist vielleicht in 3 Monaten 1 bis 2 Mal. Vielleicht, wenn es viel ist, 3 Mal. Die Termine werden aber langfristig im Voraus festgelegt und dann kann jeder sagen von den Moderatoren, kann ich nicht. Mir ist bewusst, dass Real Life vorgeht und diejenigen, die dann auch arbeiten sind von uns, möchten natürlich noch ein bisschen Geld verdienen, um den Kühlschrank füllen zu können, ist mir bewusst. Die Terminabsprache machen wir, wenn dann über entsprechende Medien, wo ich die Leute einladen kann, wo ich die Informationen weitergeben kann. Da muss natürlich auch gegeben sein, dass ich euch in irgendeiner Form erreiche, um halt diese Medien aufbauen zu können, damit wir innerhalb einer Gruppe dann Informationen austauschen können. So, was haben wir noch? Die Zusammenarbeit ist rein freiwillig und kann von eurer und wie auch von meiner Seite natürlich auch jederzeit beendet werden oder auch weiter vertieft oder ausgebaut werden. Sollte auch jedem bewusst sein. Wichtig ist mir halt nur vernünftiges Miteinander. So, das war's. Ich suche 4 Moderatoren. Die Bewerbungsfrist läuft ab dem Videoerscheinungstag bis in 4 Wochen. Das wäre dann der groß eingebildete Einsendeschluss mitten auf dem Bildschirm. Bewerbungsfrist läuft ab
dem Videoerscheinungstag bis in 4 Wochen. Das wäre dann der groß eingebildete Einsendeschluss mitten auf dem Bildschirm. Da habt ihr Zeit, euch bei mir als Moderator zu bewerben. Ich suche insgesamt 4 Stück. In einem Video wird dann quasi darüber gesprochen, wen ich genommen habe. Vielleicht gibt es sogar einen ganz kleinen Goodie für die Leute, die es halt geschafft haben. Und dazu gibt es sicherlich definitiv auch ein entsprechendes Video. Nochmal zu der Bewerbung. Also, Betreff, ganz wichtig. Bewerbung Steinewuchs Moderator, der nimmt halt ein Foto von euch und einen kurzen schriftlichen Lebenslauf, gerne auch ein bisschen ausführlicher, wenn ihr möchtet. Und ihr müsst mir 2 Fragen beantworten. Erste Frage: Warum sollen wir gerade euch als Moderator auswählen? Und die zweite Frage: Was stellt ihr euch vor, hat ein Moderator für Aufgaben? Ich bin auf eure Bewerbung gespannt und freue mich auf jede einzelne von euch, die zu lesen und euch ein bisschen dahinter kennenzulernen. Bitte seid gewiss, dass keinerlei Daten, die ihr mir schickt, irgendwie an Dritte weitergegeben werden. Die einzigen, die sie es angucken werden, bin meine Wenigkeit und meine Frau wird das sich auch mit anlesen und durchgucken, damit ihr halt weiß, mit was für Leuten ich es zu tun habe. Sollte jedem bewusst sein. Dann schreibt mal eure Bewerbung. Ich freue mich auf euch. Dann in 4 Wochen zu dem Video, wenn es denn ausgelost wird oder wen ich denn ausgewählt habe, wer von euch Moderator auf meinem Kanal werden wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen guten Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Abonniert mich. Schaltet die Glocke unten an, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos, wenn wir von Steinewuchs denn wieder online gehen. Weil im Moment mache ich ja nur ich Videos, aber vielleicht wird es ja noch mehr. Wer weiß. Bis dann und immer den passenden Stein zur Hand. Euer Stefan.